Kinder-TikToks, die. Nee, Kinder, so, Kinder-TikToks, die viel zu weit gehen. Ja, das war peinlich. Da drauf, mir einen Rasierer an den Kopf zu halten und zu sagen, ey, ich schneide mir eine Glatze. Und 3 Tage später. In 2 Sekunden werde ich meine Augen wieder aufmachen. Wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer haben, schneide ich mir die Glatze. Hallo! Heute gibt's hier in der Wochenshow eine Mutti, die mit ihrer 2 Jahre alten Tochter sehr, sehr fragwürdige TikToks macht. Es gab ein paar nice Charity-Aktionen. Der YouTuber Vic berichtet, wie er von anderen YouTubern von der Insel Madeira quasi runtergemobbt wurde. Und es gibt Neuigkeiten im Fall Leo Mascher und Mimi. Viele Themen heute, aber jetzt heißt es erstmal wieder... Leo Mascher, Mimi weiß ich, Leo Mascher lässt die Videos runternehmen und zeigt Mimi auch nur so Scheiß. Let's go! Bam, 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 bam! Der YouTuber Vic hat ein sehr, sehr interessantes Video hochgeladen. In dem Video berichtet Vic, dass er generell von der Insel Madeira wieder nach Deutschland ziehen wird. Und er sagt uns auch seine Gründe dafür. Und einer der Gründe ist sehr schade, denn Vic berichtet darüber, dass er quasi von anderen YouTubern wie von der Insel so runtergemobbt wurde. So hatte Vic scheinbar mal ein Tinder-Date mit der deutschen Person, die auch den einen oder anderen YouTuber dort kennen. Und sie hat ihm das hier berichtet. Einmal hatte ich ein Tinder-Date mit einer Person, die mit dem einen oder anderen YouTuber auf Madeira Kontakt hatte. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, du hast hier ja nicht unbedingt den besten Ruf, oder? Dazu erzählt Vic noch Folgendes. Oder auch mal mit einer WhatsApp-Nachricht konfrontiert, wo jemand, den ich kenne, geschrieben hat, Vic wohnt jetzt auch auf Madeira, mach nichts mit ihm. Muss ich mir Real Talk sehr, sehr kacke vorstellen. Imagine, man zieht ein neues Land und man fühlt sich so absolut nicht willkommen von den Leuten, die da wohnen. Sogar im Gegenteil, man bekommt eher sogar... Aber von wem war mein Orange im Orange lebt da? Simon Unge? Wer noch? Ich habe keine Ahnung, wer da noch lebt. Pfeife von denen und merkt, dass die Leute, mit denen man potenziell sogar was machen wollen würde, einen halt gar nicht da haben wollen. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, dass ich halt absolut keinen Plan habe, was im Vorfeld alles passiert ist, warum irgendwer mit wem Beef hat oder warum irgendwer wen nicht mag. Wir haben ja wirklich nur die eine Seite von Vic gehört. Dazu lasst übrigens auch die ganzen Spekulationen, wer jetzt was gesagt haben könnte. Bringt nichts, Vic hat auch in seinem Video gesagt, er will kein Beef. Von daher lasst solche Spekulationen schon mal so im Vorfeld. Vic meinte dann auch, dass er die Person noch angeschrieben hat, so nach dem Motto, yo ey, können wir es nicht klären, können wir mal quatschen und so. Aber irgendwie wollte keiner wirklich mit ihm reden. Aber dennoch haben die Leute laut Vic, wenn man auf der Straße so beim Weg gelaufen ist, immer so einen auf nett getan und so nach dem Motto, ist doch alles cool zwischen uns. Auf der Straße, wenn sie mir dann über den Weg laufen, machen sie dann so, hi. Aber mir gegenüber wirkt das einfach so falsch. For real, tut mir sehr leid für ihn, dass seine Madeira-Pläne nicht so geklappt haben, wie er sich's vorgestellt hat. Aber ey, dazu, welcome back to Germany, my boy. Ey, ganz kurzer Einschub hier. Ich stehe auf Instagram übrigens ganz kurz vor dem... Was hat er zensiert? 100.000 Followern. Und ich habe mir eigentlich als Ziel gesetzt, dieses Jahr noch die 100k zu knacken irgendwie. Deswegen, falls ihr Bock habt, folgt mir der Generation. Niemand, was hast du zensiert? Ziel, du Dreckiger! ...zu knacken. Außerdem habe ich gerade auch ein neues Bild hochgeladen. Und das ist absolut dumm, deswegen checkt das auch gerne aus. Ich check es aus! Aber auf jeden Fall, ich würde mich sehr... Wer jetzt nicht absolut dumm ist, kriegst du einen Strike! ...die schaffen sollten, wäre geil. Und jetzt... Hahaha, absolut dumm, hahaha, haben wir gelacht, ich krieg Strike! Kurs geht raus und weiter geht's mit dem Video. Sky witzig! Der YouTuber Alpha Kevin hat ein sehr brisantes Video hochgeladen, in dem er ein paar TikTok-Accounts slash Eltern kritisiert, die ihre Kinder auf TikTok ausschlachten slash auf ekelhafteste Art und Weise promoten. Also was denkt man sich dabei, Kinder in solchen Situationen zu filmen, mit dem Hintergedanken, dass es auf jeden Fall Menschen gibt, die sich darauf aufgeilen werden. Und damit willkommen zu einem Video über Eltern. Was war das in ihrer Hand? Das haben wir nicht verstanden, ist das relevant? Die alles dafür tun, um ihre Kinder vor die Kamera zu ziehen, um damit richtig viel Profit zu machen. Dabei kritisiert Kevin vor allem, dass die Kinder gar kein Mitbestimmungsrecht haben und später vielleicht... Generell Kinder, die noch nicht reif genug dafür sind, zu wissen, was gerade mit denen passiert, sollten nicht vor die Kamera und wenn, dann zensiert. Die gesamte Kindheit auf TikTok hochgeladen und dokumentiert wird. Solange es Kinder sind, gehören Kinder einfach nicht ins Internet. Sei es gefilmt, sei es fotografiert oder sonst irgendwas. Das macht man einfach nicht. Weil diese Kinder haben kein Mitbestimmungsrecht und die wissen auch nicht, was später die Wirkungen daraus sein könnten, wenn man sie in solchen peinlichen Situationen filmt. Dabei zeigt Kevin auch, dass es scheinbar auch Eltern gibt, die ihren Kindern viel zu scharfes Essen geben, nur Safe? Um dann halt diese... Wenn das so wäre, das ist ganz schön krank. Funny Reaction von den Kindern auf TikTok hochzuladen. Ich denke, das ist definitiv voll lustig, wenn man 1- bis 2-Jährigen einfach mal scharfe Pommes gibt. Cobbler tries hot fries. Alpha Käfer hat dazu noch weitere Sachen in seinem Video kritisiert. Falls ihr das alles sehen wollt, schaut gerne sein Video an. Aber ich habe da noch ein bisschen weiter recherchiert und vor allem ein Kleinkind-TikTok-Kanal ein bisschen genauer in die Lupe genommen. Und was ich dort alles gefunden habe, war tatsächlich sehr erschreckend. Denn Kevin hat in seinem Video einen Mädel von einem TikTok-Account gezeigt, der einfach 16 Millionen Follower hat.
Und der gesamte Account handelt wirklich nur von diesem Kind. Und bei der Recherche für das Video hier musste ich ja ein paar TikToks von dem Account angucken. Und es ist wirklich sehr, sehr erschreckend, was ich jetzt alles über dieses zweijährige Kind weiß. Ich weiß den vollen Namen, ich weiß das exakte Geburtsdatum. Ich weiß, dass die Mutter 2018 ungewollt mit dem Kind schwanger wurde. Ich weiß, dass der Dad von dem Kind keine Lust hat, sich um das Kind zu kümmern. Ich kenne ihr Lieblingsgetränk, ich kenne ihre Lieblingssüßigkeiten. Ich kenne mehrere Einrichtungen von ihrem Kinderzimmer. Ich habe Bilder von dem Kind 2 Minuten nach der Geburt gesehen. Ich habe das Kind schon komplett nackt gesehen. Und ich habe... Was? Das Letztere? Amogus? Wie geht denn das auf TikTok? Ich habe sogar Bilder von einem Kind gesehen, wo sogar noch die Nabelschnur dran war. Und ganz for real, ich wollte diese Sachen eigentlich auch gar nicht alle wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. For real, ich habe mehr Aufnahmen von dem Kind gesehen und weiß mehr über das Kind, als ich von meinen eigenen ersten 2 Kindesjahren weiß. Und all diese Informationen, Bilder und Videos werden von einem Mädel, ohne dass das Mädel halt exakt weiß, was hier überhaupt abgeht, einfach mit zig Millionen Menschen im Internet geteilt. Und ich muss mal betonen, das Kind ist aktuell 2 Jahre alt. Und ich sag mal so, ich würde jetzt nicht wollen, dass meine ersten 2 Kindesjahre zu 100% im Internet dokumentiert werden. Fände ich jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da schreiben halt auch sehr, sehr, sehr viele unter die TikToks von diesem Account. Dort gibt es halt Kommentare wie, das arme Kind, when a baby becomes a product, pray for when, hast du deine Tochter überhaupt gefragt, ob sie TikTok machen möchte? Ich glaube, die Kleine hat jetzt echt genug, immer nur in die Kamera zu gucken. Ja, dieses Smiley, die machen es irgendwie... Die machen es nicht gut. Das wirkt mit diesen Smiles, wirkt das ganz anders. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr Kommentare in diese Richtung. Plus, wir müssen uns leider noch um eine andere Thematik kümmern, die leider mal auftritt, wenn es halt eben um Kinder und Social Media geht. Denn mir ist leider aufgefallen, dass die TikToks, in denen halt, ich sag mal, etwas mehr Haut gezeigt wird und mehr Einblicke gewährt werden, immer deutlich viraler. Das ist so krank, wenn es um ein zweijähriges Kind geht. Als die TikToks, in denen halt sie komplett bekleidet ist. Die meisten TikToks aus dem Account haben so zwischen 100 und 500.000 Likes, was ja schon wirklich eine Menge ist. Dort hat das Mädel halt aber eben normal bedeckende Klamotten an. Und wenn es dann halt einen TikTok gibt, wo das Mädel halt eben nicht so viel anhat, zack, direkt 7,7 Millionen. Fortnite ist ein Game, Digga. Und Likes. Und das ist leider kein Einzelfall. Hier auch wieder viel Haut gezeigt, zack, 8,3 Millionen Likes. Also wenn die erwachsen wären, wäre das nicht schlimm, das ist dann normal. Wenn die erwachsen ist, ist das Sex Hells, Digga, aber das Ding ist, da hat er nicht zensiert, das gibt eine schlechte Note. Oder wie im folgenden Beispiel, dort hält das Kind sich halt eben. Also wenn es seit 2 Jahren, da geht das ganz und gar nicht, Digga. Nicht zwischen die Beine und direkt bam. Warte mal, was? Dort hält das Kind sich halt eben was Längliches zwischen die Beine und direkt bam, über 10 Millionen. Ich frage mich, wie viele Leute davon dachte ich, oh, das finde ich süß, das hat mich glücklich gemacht. Mehr nicht, das like ich. Und wie viele dachte ich, und noch ganz andere Dinge, die ich nicht aussprechen möchte. Ich würde mal vermuten, das ist ein nicht zu unterschätzter Teil. Likes statt den üblichen 100 bis 500.000. Und selbst die Leute, die sonst den Content von dem Kanal feiern, sehen diese TikToks also eben sehr, sehr kritisch an. Dort gibt es halt massenhaft Kommentare wie: In dem Alter muss man so etwas Cooles echt nicht tragen. Die Kleine ist zwar echt niedlich, aber bitte doch nicht im ersten Outfit der Welt präsentieren. Sexualisiert bitte keine Kinder. In dem Alter muss es echt nicht sein. Boah, sehr kritisch. Ja. 9500 Likes, Alter. Es ist wirklich sehr kritisch. Und das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs an Kommentaren, die das kritisieren, dass die Mom eben halt solchen Content hochlädt. Ganz, ganz schwierig. Vor allem auch sehr, sehr schwierig, weil es halt eben auch Kommentare wie diese hier gibt. Weiß jemand, ob sie Single ist? Das wird nicht ernst. Ich glaube nicht. Pain Hub meint das. Ich glaube nicht, dass der das ernst meint. What the fuck? In einem TikTok, wo man wirklich nur die Tochter sieht? Nein. Der Joke ist nicht okay, aber der ist wirklich nicht ernst gemeint. Jungs, welches T-Shirt hat das Kind an? Wir wissen alle, wenn so eine Art von Kommentar geschrieben wird, ne? The pants are see-through. I can literally see through your leggings. Ey, bei solchen Kommentaren. Wirklich, und es geht noch weiter. Es gab mal einen TikTok, wo das Kind an einem Kopf... Ganz kurz, ist das ein Upper Red Beat? Ganz kurz, ich glaube, es ist ein Upper Red Beat. ...von einer Puppe leckt und wo man auch die Achseln von dem Kind sehen könnte. Und sofort gab es halt Kommentare wie diese. Mashallah, geile Achseln. Ich glaube auch, dass das ein Joke ist. Hoffe ich. Ja, lösch dich einfach. Also der, wie gesagt, geht gar nicht klar, aber ich hoffe, dass das ein Joke war. Und auch bezogen auf das Lecken vom Puppenkopf gab es halt eben solche Kommentare.
Her face after she licked the head actually made my whole life. Thank you. Oh! The moment she licked the head. Weil dieser Kinderkopf hat halt eine ähnliche Form und eine ähnliche Farbe wie etwas, was ich halt definitiv jetzt hier nicht aussprechen werde. Es ist einfach wack. Es ist einfach so wack. Und das Ding ist, diese Kommentare wird die Mutter ja auch kennen und auch schon selber gelesen haben. Dennoch entscheidet die Mutter sich trotzdem dafür, diese Art von Content weiter hochzuladen. Und wofür? Richtig. Für Muchos Geldos. Also für Dicks Cash. Denn es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Placement-Postings von dem Kind auf dem Kanal. Und ich sag mal so, wenn der TKP im internationalen Raum so ungefähr ähnlich ist wie der vom deutschen Raum, dann verdient diese Mutter pro TikTok-Werbeposting, und in letzter Zeit kamen tatsächlich mehrere Postings, die halt Werbung beinhaltet haben, wirklich pro Posting so ungefähr circa 70.000 Euro. What the fuck? Potenziell so... What the hell, Alter? 70.000 Euro. Dann noch mehr, je nachdem, wie krass diese Deals verhandelt worden sind. Das ist dann wohl der Preis für die ekelhaftesten Kommentare, dem Öffentlichstellen der bisherigen gesamten Kindheit und dem Wissen, dass sich halt Menschen mit unschönen... Ich muss sagen, ich kann nachvollziehen, ich kann es nicht gutheißen, aber ich kann nachvollziehen, wenn ein Mensch denkt, also ich weiß nicht, was, sagen wir mal, sie kommt in schlechteren Verhältnissen und hat dann die Möglichkeit, wirklich 70.000 Euro am Tag zu verdienen, dass man dann einfach diese moralische Schiene fallen lässt und sich denkt, komm, jo, das ist jetzt, ich mach das jetzt einmal, ich hab zwar ein schlechtes Gefühl, aber das ist okay jetzt. Ich kann das nachvollziehen. Gedanken, die TikToks der... Wie gesagt, nicht gutheißen. ...den Tochter angucken. Finde ich persönlich jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schreibt mir auch gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Dazu verweise ich nochmal gerne auf Alicia Joe. Sie hat zu der ganzen Thematik schon mal ein sehr, sehr gutes und ausführliches Video gemacht. Deswegen checkt das gerne ab. Es gibt ja im Dezember immer mehrere Charity-Aktionen. Wie zum Beispiel Friendly Fire, die in diesem Jahr sogar mit 1,8 Millionen Euro einen neuen Rekord aufgestellt haben. Sehr geil, Digga. Und ich habe dieses Jahr, wie letztes Jahr auch schon, bei einer Aktion mitgemacht, bei der es darum geht, dass Streamer in ihrem eigenen Stream Geld für die Wünsche kranker Kinder sammeln. Und ich konnte selber tatsächlich in meinem eigenen Stream über 1600 Euro für den Wunsch eines Neunjährigen sammeln. Yeah. Und generell konnten wir mit der ganzen Aktion schon über 59.000 Euro sammeln, obwohl nur 50.000 Euro angepeilt waren. Und die ganze Aktion geht sogar noch bis zum 24.12. Falls ihr auch was spenden wollt, dann geht gerne in die Videobeschreibung und klickt dort auf den Link. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Leon Mascher probiert aktuell Mimi zu striken. Die Love Story zwischen Leon Mascher und Mimi geht ja immer weiter. Mimi hat ja mittlerweile Payback 26 hochgeladen. Aber momentan will einer von den beiden Tuteltäubchen sich scheinbar wohl trennen, wie Mimi in einem Video berichtet hat. Aber jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass Leon aktuell Anwälte bezahlt, um mich sperren zu lassen. Denn dort wird gezeigt, dass Leon Mascher wohl versucht, Inhalte von Mimi händisch sperren zu lassen. In dem Schreiben ist extra... Also Hurebi hat mehr Geld gesammelt. Explizit vom Strike gegen... Ja, aber ich glaube, Hübi streamt auch viel öfter, glaube ich, als Tim. ...gegen mich die Rede. Und dass Leon mir auch gar nicht die Erlaubnis... Also ist erfolgreicher. ...es gegeben hat, Teile aus seinem Video zu zeigen. Und das, obwohl Leon Mascher selber das hier mal in einem Video gesagt hat. Das ist eine scheiß Lüge, Digga, von dir. Du verbreitest Lügen im Internet, Mann. Junge, ist das cursed. Stell dich mal, warte mal, wenn ich das jetzt so hier mache, stell dich jetzt mal vor, dann wird Eric sie noch ein Video gucken. Zack, 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 zack. Dass ich die Videos von Mimi sperre. Claimen? Ja, aber ich sperre nicht seine Videos. Ich strike nicht seine Videos. Ich lasse die Videos nicht sperren. Wäre jetzt wirklich schade, wenn... Leon versucht, sich aus der ganzen Love-Story zu entziehen. Ossi! Kuss! Weil das Ganze hat wirklich Potenzial, die längste Beziehung zwischen zwei YouTubern zu sein, die es halt jemals gab. Naja, wir werden sehen, was passiert. Ich halte euch auf jeden Fall hier auf dem Kanal auf dem Laufenden. Deswegen sub gerne rein. YouTube Nein. Sagt aktuell, dass ihr 1 Billion Views... Ja, Jungs, Minecraft hat 1 Billion Views. Und da kommt mein Minecraft-Projekt. Was scheiße mit... Mit Minecraft-Content in Summe generieren konnten. Dazu haben sie ein echt süßes Video hochgeladen. Ich hätte gern 1 Billion Euro. Und auch der Skin von German Let's Play kommt ganz kurz im Video vor. Ui. Übrigens, falls ihr noch mehr deutsche Skins gefunden haben solltet, dann schreibt es gerne in die Kommentare, auch gerne mit Timecode, weil mich würde wirklich interessieren, wie krass präsent die deutsche Minecraft-Community in so einem großen Video ist. Wenig, glaube ich. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr gefunden habt. Ey, stell dich vor, Gomma-D wäre drin. Hey, home, Minecraft-Freunde. So, kommen wir mal wieder zum Top-Clip der Woche. Die interessieren mich nicht, sind scheiße.
Letzte Woche habt ihr vom Instagram, @timjacken, mal wieder über diese drei Clips hier abgestimmt und den dritten Platz belegt mit 41% Zustimmung der Clip von Slavik. Slavik über Elena. Elena kann man nicht machen. Du kannst doch nicht mit Elena machen. Ja, Bruder, soll ich mit Patchwork-Familie mit Nico dann haben? Desperado. Und dann wurde es for real sehr, sehr knapp, denn Platz 1. Juckt mich gar nicht! Platz 2. Wenn ich jetzt nicht lachen muss, gibt's BAN! 3 Stimmen. Platz 2 mit 56,11% geht an den Schultoiletten-Clip. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Austauschschüler. Zum ersten Was ist der andere? Der ist langweilig. Sachen, über die man sich 2021 freut. Gibt wirklich eine Chrome-Erweiterung, mit der man Likes und Dislikes sehen kann? Wie krank ist denn das? So scheißes Ende!